Hey alle zusammen, willkommen bei Grounded und mir, Jay Gatsby. Mit dabei ist der Marcel. Hallo Marcel, grüße dich. Hallo. Ja, was haben wir heute vor? Wir gehen erstmal zu Bürgel. Dort haben wir noch einen Chip, den haben wir da ja letztens aus dem Termitenhügel rausgeholt. Und ein paar Blitzer wollen wir uns holen. Blitzer sind immer gut. Ah ja, das nehme ich auch noch mit. Oh, ups, versehentlich gegessen. Ah nein. Wie bitte? Was denn? Dunkelkäfer. Das Dunkelkäfer. Ach, Funkel sagst du immer. Funkel. Nein, das sind Blitzer. Nein, das sind. Funkeln halt. Nein, das sind Blitzer. Ich kam, sah und sie blitzen wieder davon. Ja. Eindeutig. Blitzer. Blitzschnell sind sie weg. So. Wir wollen uns ein Rezept holen für einen Burger Chip. Gut. Ja, der Burger Chip, das ist der letzte auf der Map zurzeit. Bei den Termiten, also im Termitenbau, Hügel, Nest, wie auch immer. Und, ja. Hä? Moment. Jetzt habe ich den Faden verloren. Moment, ich fange nochmal von vorne an. Das gibt's doch gar nicht. Ah, Quatsch. Natürlich. Ist das laut hier? Das irritiert voll. Ja, schiebst das Spiel. Ja, genau. So. Und es helfen, du musst das Ding noch erlernen. Also freischalten. Ja. Das mit den Juwelen. Moment. So. Das ist für pure Wissenschaft, oder nicht? Weil Birgit zeigt er mir jetzt gerade nicht an. So. Schmiedekunst, Juwele. Juwel. Exacto mundo. Und hier gibt es auch noch Schmiedekunst, Gewürze, Juwelen. Ich würde sagen, beides sollten wir nehmen. Ja. Kaufen. Ching. Ching. Gekauft. So, jetzt ist aber hier noch eins. Warte mal. Salzjuwel wahrscheinlich. Nee, da steht leider nur DE99 und Techtri. Schwarzer Nashorn, Käfer, Burger. Achso, was zu essen? Nein. Könnte aber auch Dings sein. Was denn? Die Minzkeule oder so. Keine Ahnung. Nee, Minzkeule ist hier extra aufgelistet. Ah, okay. Ja. Dann lern dieses DE-Ding mal. Irgendwas Cooles war das, glaube ich. Okay. Termitenpastete bzw. schwarzer Nashornkäferburger. Nee, brauchen wir nicht. Siehste? War ich doch auch der Meinung. Kochbuch, Sandkasten. Ameisenomelett und. Nee, ich glaube auch nicht. Das brauchen wir nicht. Soll ich nochmal gucken? Ja, können wir gleich nochmal. Warte. Nein, das brauchen wir nicht. Noch einmal schnell durchschauen. Denn wir wollen ja immer noch zu den Blitzern. Weißt du, die Zeit drängt. Wo wir zu den Blitzern gehen, hauen wir aber die Juwelen rein. Ja. Da müssen wir also nochmal an die Schmiede. Richtig, oder du gehst schon, da müssen wir eh dahin. Na los, du kannst. Dann geh du nochmal ran. Dann gucken wir mal. Eine Schaufelverbesserung brauchen wir nicht. Augenkartenverbesserung brauchen wir nicht. Phasewandverbesserung brauchen wir auch nicht. Schwimmende Fundamente nicht. Gebogene Basen nicht. Kochbuch Teich. Schwimmgeschwindigkeit, nö. Schwimmflossen brauchen wir nicht. Köder brauchen wir nicht. Das brauchen wir das nicht. Ja, und D99 Tech Tree, das ist eigentlich nur Kochbuch. Ja. Holzhaufen wahrscheinlich. Jo. So werden die bestimmt umbenennen. Ja, das und ist ganz ehrlich, nee. Nö. Denke auch. Das also ist auch mal schön bleiben. Das erste, okay. Das würde ich vielleicht sogar noch machen. Aber das untere, das Erntetempo, Termiten, okay. Kann man noch machen. Aber die Milbenteile kannst du knicken. Nein, die Milben sind aber zu lästig. Das macht keinen Sinn, finde ich. Ich meine, ich würde es auf jeden Fall nochmal ausprobieren mit der Minzkeule.
Ja, damit sollen die noch ganz gut sein, habe ich in der Community gelesen. Hm. Aber schwierig. Ja, ich probiere es aus. Ach. So, auf jeden Fall lerne ich jetzt mehr Gesundheit. Das ist schön, dass du das kannst. Ich nicht. Ich habe zu wenig Milchmolare. Na, ich habe jetzt maximale Gesundheit auf 3 und maximale Ausdauer komplett voll. Denn wie ihr seht, ich habe nur einen Milchmolar, einen normalen weißen oder blauen und einen goldenen. Und dementsprechend, ich kann keine Verbesserung machen. Ja, du müsstest aber das selber haben. Guck mal nach bei dir. Ja, habe ich doch gerade eben gemacht. Das habe ich doch gerade eben... Du sollst mir deine Stufen ansagen von den Dingern, die du gemacht hast. So, maximale Gesundheit habe ich momentan 2. Ja? Also 2. Stufe. Und 3 bräuchte ich, um eine weitere Stufe zu haben. Maximale Ausdauer habe ich momentan die Stufe 4. Und 5 bräuchte ich, um eine weitere Stufe zu bekommen. So. Dursterzeugungsrate habe ich 3. 2 könnte ich noch. Und Hungererzeugungsrate habe ich 1. So, und 2 bräuchte ich für die Stufe 2. Ja, da sind die fehlenden Punkte drin. Wie? Was meinst du? Naja, also ich hätte diese 2 Sachen nicht geskillt. Ja, wie du ja gesehen hast. Ah, warum? Ja, lieber Ausdauer und Leben hoch. Interessanterweise, so wie ich es gemacht habe, also weniger essen müssen, nein, weniger Durst eigentlich und weniger Hunger, ist so, dass ich den Skill so gemacht habe, dass ich eigentlich weniger Durst hätte, also nicht so oft trinken muss. Im Tatsächlichen sieht es so aus, ich muss ziemlich wenig essen, aber ganz schön, also ganz normal, relativ normal noch immer trinken. Also ich glaube, da haben sie sich ein bisschen vertan. Ich glaube, das haben sie versehentlich verdreht. So, also Essen ist hier absolut kein Problem. Nein, trinken die eigentlich auch nicht. Wenn du oben alles hast. Also, wenn du jetzt auf die Dings verzichtest, auf die Haustürchen, die Läuse kannst du ja machen, aber wenn du keine Rüsselkäfer als Haustiere nimmst, kannst du einfach vor deine Base haufenweise Pilze hinklatschen. Du brauchst ja noch nicht mal die Pilze. Nicht mal die Pilze, du kannst ja überall was finden, wenn du Durst hast, die Zeit tatsächlich läuft auf die Schnelle. Irgendeine Pfütze, irgendetwas, hier, einfach trinken. Das ist nicht das Problem. So, jetzt geht es uns natürlich ganz schön schlecht. Uiuiuiui. Dann können wir einfach eins machen, wir essen mal fix was. Und dann sollte das alles wieder in Ordnung. Ich meine nur, du kannst ja die Rüsselkäfer kannst du ja essen. Und wenn du die Pilze hinlegst, also nicht die Brocken, sondern die Pilze, die du auch selber essen kannst, einfach auf den Boden hinlegst, sag mal, legst du 20 Stück hin. Ja. Nach einer kurzen Zeit hast du da eine Armee von Rüsselkäfern. Jo. Eine Armee davon. Jo. Ja. Und die klatscht einfach um. Oh, komm mal. Ah, nein! Boah. Ups. So wie rumgekaspert hier. Nein. Weißt du, dass hier was fehlt? Was fehlt mir denn? Hm? Ja, wir haben da noch was gemacht gehabt. Was besorgt. Ich weiß gerade nicht, was du meinst. Oh mein Gott! Ich komme nicht drauf. Naja, wenn du hier bist, wirst du es sehen. Wir haben was gemacht. Aha. Und das fehlt mir noch. Ja. Ich würde mal ganz provokant mich so hinstellen, dass du es dann siehst. Ganz provokant? Ja. Aber wenn es dir denn nicht auffällt... Du meinst das Essen für unseren neuen Mitbewohner? Ganz speziell den Mitbewohner meine ich. Der ist irgendwie nicht da. Ja. Sehe ihn nicht. Hast du ihn gelöscht? Haus ist auch leer. Jo, dann ist er irgendwo in der Map unterwegs. Würde ich sagen. Der ist irgendwo entkommen. Bin ja gar nicht hier. Ich stehe ja draußen. Ja. Super. Irgendwie immer noch. Moment. Na, komm schon. Ja, ich weiß auch nicht, woran das liegt. Hey, das gibt's doch nicht. Hallo. Hallo. Ja, du hüpfst, ja. Ja. Das ist schön. Mach mal. Ah, jetzt. Yes. Tür ist das auch gemacht. Jetzt machst du die Tür zu. Ja. Tür ist immer noch zu. Ja, ist auch gut so. Ich mach das jetzt mal auf. Ja, mach doch mal zu, damit die Viecher nicht abhauen. Die hauen doch nicht ab. Ja, man weiß ja nie. Man weiß nie. Du weißt, Little J haben wir irgendwo auf der Map wieder gefunden.
So, aber jetzt lass uns mal zur Tat schreiten hier. Wir wollten die Sache mit dem Juwelen machen. Ja. Jetzt bin ich schon wieder hier oben. Du bist die ganze Zeit oben. Nein, bin ich nicht. Warum? Du schießt da draußen. Tür zu. Ohne Witz. Wo bist du denn, dass du das siehst, dass ich da draußen stehe? Na, ich war eben gerade oben. So, wieder? Nö. Okay. Da haben wir unsere Schmiede. Nö. Gib mir mal dein Dings rüber. Na, was du verbessern willst. Los, ich will das verbessern hier. Los, hopp. Ja, können wir jetzt noch nicht. Ach ja, wir müssen das erst herstellen. Ah, Moment. Moment, ich muss mal gucken. Ja. Würziges Juwel haben wir hier. Und Minzjuwel. Würziger Batzen, das ist das, was wir vorher auch schon hatten. Quarzitjuwel und salziges Juwel. So. Gibt es da irgendeine Beschreibung? Nein, es gibt keine Beschreibung, außer dass wir Dinge brauchen. So, und zwar in dem Falle glitzernder Käferpanzer. Und das ist das, was ich mit Blitzern meine. Die sind gar nicht so leicht zu bekommen. Also im Gegenteil, sehr schwierig. Erzähl keinen Scheiß. Was? Was? Die sind so leicht. Nö, kein bisschen. Die muss man erstmal finden. Total leicht. Mhm. Hast du schon was eingelegt? Ja, kannst du in den rechten Ofen gucken? Ja, mach ich. Gut. Mehr können wir noch nicht, die müssen erst so Batzen werden. Naja, klar, klar. Das heißt, wir verschieben das Fertige auf nächste Runde. Jo. So, also verbessern machen wir also in der nächsten Folge, aber heute wollen wir ein paar Blitzer wenigstens fangen. Bekommen, wie auch immer. Töten, abschlachen, murksen. Ja, killen. Hi, richtig Little J. Fett verprügeln. Hi, Little Merit. Jo. Ja, der Lausbube ist abgehauen. Ja, genau, der Lausbube. Weißt du, warum ich die Laus geholt habe und Marci genannt habe? Ja. Hab ich ihn Marcel genannt. Weil ich schon wusste, was du vorhast. Ja, so, so. Deswegen ist er abgehauen. Er kam mit dem Namen nicht zurecht. Das war zu viel Ehre für ihn. Na, Gelächter. Oh, hier dein Aufzug, ey, der macht mich immer wahnsinnig. Der macht mich echt wahnsinnig. Ey, du wolltest es in eine Richtung haben, jetzt gibst du es in eine Richtung. Ja, ist ja auch so weiter okay, aber es funktioniert nicht ganz so gut, wie du dir das gedacht hast. Ah. Ja, also eigentlich funktioniert das perfekt. Also, ja, genau. Ist ja. Mhm. Funktioniert's. Genau. So, trinken brauche ich nicht. Und wunderbar. Wir haben eine Seilrutsche genau dorthin, wie ihr das seht. Da, wo die Äxte gekreuzt sind. Und da in der Nähe, da finden wir dann auch diese Blitzer. Auf der Karte sieht das... Ich hoffe, ich fahre jetzt nicht runter. Ich hoffe, ich fahre jetzt nicht runter. Na, nö, gut. Oh. Fall. Nein. Runter. So, wie ihr seht... Hörst du jetzt mal auf? Also, wir kommen hier etwa an. Also nicht nur etwa, sondern genau dort. Und die Blitzer finden wir in diesem... Upsa. Diesem Bereich hauptsächlich. Und wie gesagt, die haben Spawnpunkte und die versuchen wir zu kriegen, beziehungsweise, ja. Also nicht nur die Spawnpunkte zu kriegen, sondern ganz einfach die Blitzer. So, das ist also Ziel der ganzen Sache. Damit auch jeder sieht, wie es geht, beziehungsweise wie wir es machen. Wie ich mir das vorgestellt habe, beziehungsweise Marcel. Also ich stelle mir auf jeden Fall vor, wie du denn mal nach 20 Jahren endlich hier ankommst. Ich brauche dieselbe Zeit wie du. Du bist nur eher los. Schon da. Ja. Du bist schon da, genau. Woran hat das gelegen? Na? Wegen so einem Content-Stretcher da hinten? Nein. So, den Tisch, den hatten wir auch schon. Das kam auch in einer der vorherigen Folgen. Wie kommen wir da hoch? Was finden wir dort? Und so weiter. Jo. Dann mal weiter. Moment, wo waren doch gleich nochmal das Labor? Unten, hinter dir. Ah, nee, das nehmen wir nicht. Mm-mm, nein. Da war ein Labor. Wie bitte? Da war ein Labor.
Und das nächste wäre bei der Axt. Genau. Und ich würde sagen, wir gehen zur Axt. Das wäre dann hier. Jo. Halt, Moment, in welche Richtung gucke ich? Ich glaube, ja, nee, du guckst, naja, hier die Richtung. Das passt. Das passt. Frag mich einfach, wo es lang geht. Ich laufe hin, du folgst mir. Ja, ja, bestimmt. Wir wollen zur Axt, immer noch. Was? Einfach geradeaus. Ja, ja. Ups. Okay. Nein, den lassen wir. Nein. Oh, meine Rüstung ist ja nicht, die kaputt ist. Ja, das ist richtig. Aber das brauchen wir jetzt nicht. Ich will... Na! Hängen geblieben. Ich will ja die... die Blitzer. Ja? Komm, lauf. Tatsächlich. Ach stimmt, das ist ein anderer Stein. Da kommen wir vielleicht drüber, ja. Yay! So, nochmal auf der Map gucken. Wie sieht's aus? Oh, ganz schön weiter Weg hier. Ganz schön weit der Weg. Hep. Und... Also hier wollte ich eigentlich nicht durch. Ich wollte eigentlich drumherum. Kommen wir da eigentlich am besten drumherum? Gute Frage. Gute Frage. Das habe ich irgendwie immer noch nicht so ganz raus hier. Ah, ich versuch's mal da. Dann wollen wir doch mal schauen hier. Witz. Also manchmal hasse ich es wie die Pest, wenn du irgendwo gegenspringst, ja, und du gleich 20 Kilometer davon abprallst. Ja, das kenne ich. Das kenne ich nur zu gut. Noch schlimmer ist es, wenn du plötzlich ganz woanders stehst, weil du springst gerade und schwupps, so wie eben gerade in der Base noch, bist du ganz woanders. Interessant. Oder ich springe über einen Spalt vom Tisch und während ich aufkomme, schwupps ich ein Stück zurück. Ach, hier der Handschuh, genau. Sind da Puzzle-Dinger dran? Ich guck gerade, ob ich irgendwo was finde. Ich weiß gar nicht, wo ich die genau finde. Ich bin hier noch gar nicht gewesen. Handknochen, also hier beim Handding da unten. Da, wo du reinstupst. Ja, aber ich sehe doch gerade nichts. Also das ist auch meine Vorstellung gewesen, wenn. Nö. Ja, der ist noch nicht nachgespawnt. Würde ich sagen. Noch mal rein. Nö. Da sieht man nichts. Naja, bis du hier bist, ist wahrscheinlich wird nachgespawnt und dann heißt es wieder, ja, da ist auch wieder was gewesen. Ist klar. Das ist gleich ein Fall im Korb. Was? Denkt übrigens dran, ich habe dieses Mal auch die Splitterpfeile dabei. Das heißt, wenn da irgendwo Splitterpfeile rumliegen, heißt es nicht, dass es deine sind. Ja, ich habe sie trotzdem noch. Nee, ich sag ja nur. Okay, dann müssten wir doch hier an der Axt sein. Ja, das sieht gut aus. Das sieht verdammt gut aus, da ist er. Okay. Jetzt habe ich aber irgendwie anders in Erinnerung, dass man das Labor sieht. Wo ist das Labor? Jo. Auf der anderen Seite. Ah ja. Na, ich wollte nicht runterspringen, weil dachte ich, na. Ah, muss der Chef erst wieder kommen. Ist klar. Nein. Yay. So. Denn wir haben ja wunderbar hier einen, wie heißt es doch gleich? Genau. Rohstoffsucher. Ein Rohstoffsucher. So, und die Glitzerkäfer, die wollen wir haben. Das heißt, die roten Vierecke jetzt hier. Ich nenne sie einfach mal Punkte. Das sind die Blitzerkäfer. Jo. Und dementsprechend schauen wir mal, ob wir den hier finden. Und das wäre cool. Das wäre richtig cool. Jo. Okay. Na, weg da. Weg. Moment, wo wird er jetzt angezeigt? Normalerweise, wenn wir in die Nähe kommen, wird das jetzt auch angezeigt. Der Spawnpunkt zumindest.
Wieso ist eigentlich meine... Was ist denn da passiert? Wieso habe ich Was geht? plötzlich... Nein, plötzlich habe ich die Minzkeule ausgerüstet gehabt, statt meiner Armbrust. War beim letzten Mal noch nicht so. Ja, du hast den Morgenstern ausgerüstet. Nein, an der Stelle, wo meine Armbrust ist, war jetzt plötzlich die Minzkeule. Wollte ich ja nun gar nicht. Das war nicht so geplant. So, in welche Richtung gucke ich? In die. Das heißt, ungefähr da müssen wir hin. Ja, fast. So. Kann es sein, dass die da was geändert haben? Wieso? Ja, Also. der Spawnort. Ich habe jetzt nur drei Spawnorte hier. Ja. Ich habe das auch schon gesehen. Vielleicht ist es auch tageszeitabhängig, keine Ahnung. Yay. Whoop. Nein! Was ist das denn? Jetzt hänge ich hier fest. Nein! Ich hänge fest! Oh. So, jetzt. Einmal mit Uff. Profis. Uff, uff, uff. Man nannte ihn Hank. Und dann hängt er. Ja, sag hast du was? Nö, wir müssen auch mal drum rum, denke ich mal. Da müssen wir mal drum herum. Wir müssen hinter den Dings da. Ich glaube, war es ein Düngersack? Ja, hier hinter müssen wir. Hinter dem Düngersack. Ui. Wo die grüne Wanze ist. Ach so, ja, richtig. Problem ist nur, wie kommen wir da hin? Gar nicht so einfach. Gar nicht so einfach. Wir hätten über den Tisch gehen sollen, glaube ich. Hätte Fahrradkette. Oder wir nehmen den anderen Spawnpunkt. Besser. Ja. Wir nehmen den anderen Spawnpunkt. Den machen wir später. Puh. Aber Was denn? ich bin doch ja schon so gut wie da. Echt jetzt? Wo bist du denn lang gegangen? Na, hier auf den Stein, dann aufs Gras und dann. Das ist schön. Ich weiß aber nicht, welchen Stein du meinst. Ja, der auch Ich da stehe hier in der irgendwo. Map und da ist ein ja, Dann trockenes kommt doch mal Gras. um. Mann, Komm Mann, Mann, zurück. ey. Komm zurück. Boah. Und jetzt verrat mir, wo ich bin. Ha, witzig. Recht. Siehst du da links neben dir einen Stein? Jo. Ah, über den meinst du? Ja. Jetzt siehst du da vorne 1, 2, 3 Grashalme. Rechts von dir müsste das sein. Ja, die hier. Ja. Da hüpfst du drauf. Okay. Sofern das klappt. Das klappt. Ich hab's auch geschafft. Ja, das hat was zu heißen, das stimmt. Okay. Wie So, bitte? ja. Alter, ich schieß dich da gleich runter. Kannst du gar nicht. Kriegst du nicht So, hin. dann auch den da hinten. So. Ja. Das So hat nicht ganz nicht. gereicht. Das hat nicht ganz gereicht. So, dass du quasi auf beide Pilze hier hüpfst. Ja. Wieso bin ich da jetzt runtergerutscht? Ich brauche Wieso? erstmal hier eine Bank, um mich ein bisschen auszuruhen, bis er hier ist. Ja. Ah, jetzt komme ich da nicht rüber. Hier ist ein Strichcode. Ich probiere mal was. Ein Strichcode. Ja, hier auf dem Dünger-Sack. Okay. Ich hole mal kurz mein Handy raus. Marke werde ich jetzt natürlich nicht nennen. Sehr gut, besser. Und versuche mal den Barcode einzuscannen. Ah. Funktioniert Okay, nicht. also an dem Blatt bleibe ich hängen und das Ah, klappt doch. nicht. Erkennt er aber nicht. Schade. Aha, haben Sie keinen echten genommen? Nee. Weil bei einigen Spielen hast du das. Da Ja. ist wirklich in so einem QR-Code oder in so einem Barcode ist da was hinter. Also das was echt ist, was man also auch tatsächlich scannen kann. Sag das doch. Ja, aber es ist halt mehr Werbung von denen. Naja. Genau. Ups. Jetzt auf den Und. länglichen Folie da, ja, super. Ja. Ah, und dann noch die Pilze hier. Ups. Dann noch den Pilz da. Ja, vorher muss ich auch das Gras. Das vergisst nämlich Marcel immer zu sagen, dass dann zum Beispiel noch ein Zwischenschritt dabei ist. Also ich bin von Pilz zu Pilz gesprungen. Wieso? Au!
Mann, mein Gleiter sollte rauskommen. Hat er nicht getan. Brauchst Dreck. Du die gar nicht. Du kommst hier... Ja, ich wollte ihn aber trotzdem zünden, weil irgendwie kam mir das zu knapp vor. Okay. Du hast recht. Ja. Ich meine Ruhe. Genau. So sieht das nämlich aus. Hep. Dann üben wir das nochmal. Für später. So. Idealerweise bleibe ich nirgendwo hängen. Das wäre toll. Ah, ja. Hip. So. Und so. Ah. Boah. Warte. Was denn? Ich speichere. Okay. Hab ich. Ja, ich vertraue dir nicht. Hast gespeichert? Na gut, okay. Ja. Sehr gut. Gut. Haben wir. Wow. Ah, so, jetzt sehen wir auch den Barcode. Also, Leute, dieser Barcode funktioniert nicht. Gut. Und das müsste der Düngersack sein, genau. Aha. Oh nein! Oh! Hier liegt eine Plempe. Ja. Ja. Eine Piu-Piu. Mhm. Peng, peng, peng! Cowboy und Indianer. So, und hier. Aber hier ist es so verdammt dunkel jetzt. Aber ja. Hier ist es verdammt dunkel. Na, ist ja egal, wir suchen ja nur einen Spawnpunkt. Guck ich richtig? Jo. Jo, ich würde sagen, dann sollten wir hier mal runter. Ja, mit dem Stückli. Dem Stückli. Sehr gut. Oh, nee, halt. Moment. Moment, das ist echt zu dunkel. Das geht gar nicht. So. Ja, ich muss meine Mütze dort aufbehalten, denn ich muss das Ding one-hitten. Du meinst den Blitzer? Ja. Achso. Ja, blöderweise, die Dinger rasen weg und ein paar Meter weiter, also ein paar Zentimeter in unserem Fall hier, graben die sich ein und die kommen dann nicht mehr raus. Und man müsste rund 10 Minuten warten. Wie, hast du einen? Ja, du hast mich aber geblendet. Hab ich nicht. Ist er dann weggelaufen oder was? Hm? Ja, der ist nach da gelaufen. Fuck. Der war hier vorne irgendwo. Hier kam er irgendwo her. Ja. Und dann ist er stups noch da. Kommt hin, oder? So, ja. Das heißt, warte. Wieso wird uns der Spawnpunkt jetzt hier nicht angezeigt? Das ist doch ätzend. Wird er doch. Nein, bei mir nicht. Was? Noch ein Schichtchen? Weil normalerweise habt ihr hier so ein schickes Symbol. Nee, recht. Oh. Mufti-Käfer, irk. Nee, aber ich glaube, hier müsste das richtig sein, ne? Ja. Nee, stell dich mal genau so drauf. Stell dich mal genau drauf. Muss ich kurz gucken. Ich gucke jetzt nach da. Jetzt muss ich eigentlich nur zurück. Hm. Genau hier. Genau da. Interessant. Ja. Hier ist das Spawn von dem. Jo. Na gut, das heißt, wir gucken mal auf der Karte. Okay, ja, das ist ziemlich genau da, wo er spawnt. Gut, dann würde ich sagen, dann mache ich hier einen Cut. Wir warten darauf, dass er kommt und dann metzeln wir ihn nieder. Also bis gleich. Immer wieder. Ja, sodale, da sind wir wieder. Ja, wir sind jetzt nicht dort, wo wir eigentlich gesagt hatten. Wir haben einen anderen Spawnpunkt genommen, der uns nicht angezeigt wurde mit dem Sucher. Und ja, der tatsächliche Spawnpunkt ist hier, so ungefähr. Auf der Karte wäre das so ungefähr hier. Lässt sich ein bisschen blöd beschreiben, allerdings, ja. Dann werden wir das Ding mal mitnehmen. Schwupps. Und was kriegen wir? Wir kriegen ein glitzernder Panzer, Käferpanzer. Glitzernder Käferpanzer. Das müssten zwei sein. Ja, zwei Stück. Zwei Stück. Mal zwei. Mal zwei. Jo. Okay, supi. Hervorragend. Da das hier Ewigkeiten gedauert hat. Brutzel, brutzel. Ich will dich nicht treffen. Das ist blöd. Komm. Komm schon. So, dass es hier ewig gedauert hat. Wir haben über... Ah, Moment.
Anderthalb Stunden haben wir hier fast gewartet, bis wir endlich was gekriegt haben. Deswegen hatten wir auch einen anderen Spawnpunkt abgegrast. Sieht es so aus, dass wir jetzt einfach mal schauen. Unsere Batzen sind auch schon fertig. Dann, dass wir die Verbesserung machen. Also gehen wir jetzt wieder zurück. Okay, bis gleich. Jo, jo, jo. Jo. Ach so, nee. Was denn? Ich gehe lieber hier außen rum. Wie, hä? Was meinst du? Best. Außen rum? Ich hier lang. Ja. Ich sehe dich gerade gar nicht. Ich bin links rum gelaufen. Links herum? Warum? Ja. Ne, rechts herum spawnen. Achso, ja, nee, das meine ich auch nicht. Nein, alles klar. Ich habe gerade ein falsches Ziel im Auge gehabt und dementsprechend bin ich woanders lang und dich nicht gesehen. Ist klar. Passt. Du hast ein ganzes Ziel im Auge gehabt? Aua. Nein, ein falsches. Das tut richtig weh. Aber das ist ein ganzes Ziel, das tut doch weh. Ja, kommt drauf an, wie groß das Ziel ist. Kommt drauf an. So. Yay. Das ist so genial, dass ab und zu mal der Gleiter nicht zündet. Ich bin total begeistert. Ups. Ich könnte eigentlich auch meine Helmlampe wieder abnehmen. Aber nein, ich will nicht trödeln. Komm schon. I don't have a death wish. Jo. Dafür genießen wir noch einmal die Landschaft hier. Yay. Schick. Jo, hier auch der Kescher. Und so weiter und so weiter. Ich gucke mir das immer wahnsinnig gerne an. Ich weiß nicht. Ich mag diese Seilrutschen, weil man hat echt Zeit, mal sich ein bisschen umzugucken. Die haben es auch alle hier echt schön gemacht. Ja. Und du wolltest keine Seilrutschen. Ja. Ich kann die Landschaften auch so genießen. Wo denn? Oben auf der Mauer, oder was? Ja. Auf der Mauer steht der Bauer, setzt sich auf die Lauer. Oder auch nicht. Nö. Nein. Ich glaube, ich kaufe gleich das Seil. Wart ab. Platsch. So. Prima, so. Dann sind wir wieder in der Heimatbase. Yeah. Bevor du das jetzt machst, gehst du mal bitte in die letzte Tierkiste. Also hier. Na, ich gehe da nicht rein, aber ich kann da dran gehen, ja. Ja. Und dann gehst du bitte hier in dieses Gebiet, Häuschen rein. So, warte mal, was willst du jetzt aus der letzten Kiste? Das siehst du. Nein, sehe ich nicht. Ich weiß ja nicht, was du meinst. Doch, das siehst du sofort. Staubmilbenpelz meinst du? Nein, das, was noch nicht analysiert ist. Ach so, ja, tatsächlich. In der Tat. So, dann... Ich kann gerade gar nichts nehmen, fuck. Dann mache ich das. Nee, ich pack mal den Käfer hier rein, so. Jetzt habe ich wieder Platz. Alles klar, haben wir. Problem gelöst. Einmal bitte analysieren und mir wieder hergeben. Jojo. So, und sie muss dich erschießen. So und hin. Ja. Neue Rezepte? Nö. Kein neues Rezept. Wünschmalz plus 50. Ganz toll. Hat sich nicht so viel getan. Naja. Hui. Muriel hat ein kleines bisschen Probleme. Und 30 pure Wissenschaft haben wir bekommen. Ja. Jo. Ja. So. Gehen wir doch mal hier ran und legen das gleich wieder rein. Was war das eigentlich? Ach ja. DE 1240 Items.
Ja, das war ganz wichtig. Hinter dir liegt mein Schwert zum Verbessern. Jo, nehmen wir. Batzen rechts oben, letzte Baukiste. Moment. Was? Wie bitte? Die letzte Baukiste, da hast du die würzigen Batzen. Jo. Genau, und die Batzen in den Ofen brauchst du auch noch. Und die ganzen Käferteile habe ich ja auch alle reingelegt. Moment, Moment, Moment. Halt, 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 halt. Halt, halt. So, also erstmal muss ich hier was ablegen, damit ich das überhaupt mitnehmen kann. So, die packe ich einfach mal hier mit rein. Die Glitzerkäfer hast du da reingetan. Ach so, na gut. Ja, schön zusammengepasst, so dass du es sehr leicht hast. Na, ja, bestimmt. So. Würziger Batzen. So, dann nehmen wir mal alle. Haben wir beide? Oh ja. Alles nehmen. So. Die Glitzerkäfer sind ein bisschen zu weit weg. Das ist ungeschickt. Nehmen die auch in das Inventar. Ja, muss ich ja jetzt ja noch machen, na klar. So, nehme ich mal die. Zum Glück brauchen wir nicht so viele davon. So. Würziges Juwel. Alles klar, haben wir. So, wollen wir mal herstellen. Okay. Ich brauche 15 Stück. Wir haben auch nur 5. Ich weiß. Wir Jo. kriegen aber Dings hin. 13 Stück dürften wir hinkriegen. Also ich hatte 11 Käfer gehabt. Du brauchst ja einen pro Käfer, ne? Ja. Genau, dann könnten wir 13 Stück herstellen. Ja, aber ich 11 brauche zwei hatten wir. Batzen. Ich brauche zwei würzige Batzen pro. Ach so, ach ja. Ja. Deswegen klappt das nicht Ja, ganz so schön. 5 passt. Ja, müsste ja eigentlich mit 5 passen, ne? Ja. Also kann ich mein Schwertchen, oder du kannst mein Schwertchen auf eine Stufe höher machen. Und Ja, ich guck gut. mal, und für die Zuschauer solltest du einmal mich angucken. Warte. Aber vorher nimmst du den Helm ab. Warte. Warte, warte, warte. Wo ist mein Sombrero? Da. So. Was hast du denn? Was hast du denn? Mein Ja, Guter. sieht man doch. Nein. Der Typ ist so unaufmerksam, ne? Kein Wunder, warum der keine Frauen kriegt. Die stehen Schlange. Ja, andersrum. Die stehen Schlange für die Schlange. Nein, was willst du jetzt? Ich habe keine Ahnung, was du vorher anhattest und du hast eine andere Rüstung. Ja, aber welche ist es? Ja, Sag die es doch einfach. nagelneue. Nee, du solltest ja sehen. Du sollst sagen, oh Marcel, du hast eine neue Rüstung an. Kannst du mir die bitte zeigen? Nenn mir den Namen dieser Rüstung. Ansonsten muss ich dich hauen. Der Oder Name ist feilen. DE859-Items. Super. Das ist sehr hilfreich. Hier kannst du dir einmal angucken. was? Achso. Das ist die DE59 Items. Hatten wir gerade gesagt. Ganz genau. Ganz genau. Gut. Ich habe aber Inventar voll. Nehmen Sie wieder auf. Gut, dann sage ich, was sie bringt. Und zwar bringt ist sie erstmal eine leichte Rüstung, bringt plus Gras-Erntetempo und plus Felsen-Erntetempo. Ja, und das sehen wir auf jeden Fall genauer, wenn ich das nächste Mal die Rüstung auch habe. Ja, dafür müssen wir mal den Boss killen. Wir brauchen 4 Boss-Teile. Den packen Aber wir wie auch wir wieder auch mit schon rein. gesehen haben in der Aufnahme, der ist jetzt nicht gerade der dickste Typ. Nicht wirklich. Nicht wirklich. So, ich tue deinen Degen auch mal hier in die letzte Baukiste. Okay. Da ist auch das Restmaterial drin für das, was wir brauchen. Ah nee, ja doch, das wird. Dauert ewig. Das dauert ewig. Alles klar. Dann sehen wir uns gleich wieder, wenn alle fertig sind. Ja, so machen wir das. Also bis gleich. Bis gleich. So, der nächste ist gleich fertig. Oh, schön. Prima.
Also habt ihr das gesehen? Plötzlich sind sie alle am Bearbeiten gewesen und schwupps sind sie fertig. Supi. Supi. Dann nehmen wir sie doch alle erstmal mit. Ja. Das war ja genial jetzt. Oh. Gar nicht so lange gedauert, wie ich dachte. So. Dann nehmen wir doch erstmal nochmal den Degen hier raus. Tada. Und. Moment. Eigentlich ist das ja was Neues. Schade, dass wir es nicht analysieren können. Naja. Naja. Egal. Hä? Benutzen. So. Okay, was wollen wir verbessern? Den Degen hier. So. Stechmückennadel. So, die wählen wir aus. Dann. Jo. Würziges Juwel. Von Level 7 auf Level 6. Nein, sogar Level 8. Ja klar, 7 auf 8, natürlich. Boah, was erzähle ich denn da? Mann, 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 Mann. So, Level 14 ist in Reichweite. Schön, schön, schön. Schaden haben wir jetzt plus 45 bei der nächsten Verbesserung. Ne, genau. Aktuelle. Beim nächsten Mal hätten wir dann plus 45 und Haltbarkeit auch plus 45. Das ist sehr hilfreich. Das Ding ist nämlich ständig im Eimer. Joa, Schaden haben wir zurzeit plus 40 und Haltbarkeit plus 40. Jo, und eben haben halt den Schärfeeffekt drauf. Jo. Okay. Dann haben wir das auch. Marcel, dann lege ich dir den Degen wieder rein. Frohes Stechen. Frohes Pieken sozusagen. Alles klar. Okay. Lang hat's gedauert. Aber wir haben es endlich geschafft. Juhu. Also. Ja. Ey, 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 du hast mich getroffen. Honk. Du bist so ein Honk manchmal. Richtig. Okay, also bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao, bis zum nächsten Mal.